What's poppin'? Ich begrüße euch zu einem ganz besonderen Video. Ich habe mir übrigens heute auch einen kleinen Kochgehilfen hier geholt. Ich möchte heute mit euch mein Lieblingsrezept kochen. Und dieses Video ist Teil eines Gesamtprojekts. Also nicht nur ich lade heute mein absolutes Lieblingsrezept hoch, sondern auch 12 weitere YouTube-Kanäle. Das sind alles vegane Rezepte von Leuten, die sagen, das ist mein absolutes Lieblingsrezept, das müsst ihr nachkochen. Und diese ganzen Lieblingsrezepte sind zusammengefasst worden von der lieben Pia Kraftfutter in einem Kochbuch. Und wenn ihr dieses Kochbuch gerne haben möchtet, findet ihr unten in der Infobox einen Link. Da könnt ihr das runterladen und wenn ihr möchtet, da ist auch so ein kleiner Spendenlink. Und das Geld geht dann aber nicht an uns, sondern an Lass Tiere leben. Das sind so Lebenshöfe hier in Berlin. Da leben Tiere, die aus der Nutztierhaltung gerettet wurden. Da wird immer Geld gebraucht. Und ihr könnt das Kochbuch auch haptisch kaufen, also richtig als Buch. Das sieht richtig schön aus. Und das Geld geht auch alles an Wir lassen Tiere leben. Falls ihr dieses Kochbuch nicht kaufen wollt und nicht runterladen wollt, sondern falls ihr es gewinnen wollt, dann könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Es werden nämlich für 13 Kanäle insgesamt 13 Kochbücher verlost. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann findet ihr in jedem der 13 Videos einer Playlist, die ich in der Infobox und am Ende des Videos verlinke, ein Codewort quasi. Ich blende meins jetzt mal hier ein. Und all diese 13 Codewörter müsst ihr dann an diese E-Mail-Adresse schicken. Das ist ja wohl mal cool. Das ist ja wohl mal der Hit. Falls ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, 13 Videos gucken. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst es nicht machen. Aber ich habe schon 4 der 13 Gerichte nachgekocht. Und ich kann euch nur sagen, das ist richtig geiler Scheiß dabei. So, jetzt habe ich genug gelabert und würde sagen, wir beginnen. Let's go. Unser Rezept ist wirklich sehr, sehr einfach, weil wir sehr, sehr faule Menschen sind. Wir haben jetzt so eine neue, wir sind gerade in unserer neuen Küche übrigens. Ich habe ja die Roomtour noch nicht gemacht. Wir haben eine Eiswürfelmaschine. Habt ihr das gehört? Das war unser Eis. Was du jetzt wieder aufheben darfst. Ihr braucht für das Rezept fast nur Dinge, die man sowieso fast immer zu Hause habt. Ihr braucht Spaghetti, ihr braucht Olivenöl, ihr braucht Knoblauch, eine Zwiebel, Tomaten, Oliven, Kapern. Und falls ihr jetzt denkt, Kapern, das ist ja super pervers, ihr könnt sie rauslassen. Aber es gibt auch ganz kleine, die wirklich sehr geil sind. Den Tipp habe ich mal vor 3 Jahren in einem Video von Moin Jamina gehört. Wenn du Kapern bisher nichts abgewinnen konntest, probier mal die klitzekleinen. Die sind mega lecker. Die übrigens bei dieser Aktion auch mit dabei ist. Wenn ihr ganz doll pervers seid, so wie ich, und ich bin ein sehr perverser Mensch, dann könnt ihr neben dem Knoblauch, was ihr reinschneidet und reindrückt, auch noch das hier reinmachen. Aber die meisten Menschen, denen ich das bisher gezeigt habe, die fanden das nicht so geil. Das sind halt rohe, eingelegte Knoblauchzehen. Und ich hau mir dann halt einfach mal so 15 Stück auf meine Spaghetti und hau mir die mit rein. Schritt Nummer 1 ist, ihr kocht erstmal die Spaghetti nach Packungsbeilage. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Fußballbeilage gibt es auch bei Medikamenten. Ich hatte meine Freundin, die hat es nicht geschafft. Die hat leider kein Wasser mit reingemacht. Und die Spaghetti sind dann angebrannt. Als ich sie dann gefragt habe, ob sie uns umbringen will, meinte sie, ich habe dir gesagt, dass ich nicht kochen kann. Also die Spaghetti mit Wasser aufkochen. Okay, während das Wasser warm wird und die Nudeln gleich kochen, könnt ihr schon mal das Öl fertig machen. Dafür nehmt ihr Olivenöl und kippt das in eine Pfanne oder in einen Wok. Und dann müsst ihr einfach einschätzen, wie viel ihr für eure Spaghetti braucht. Ich bin jemand, der sehr viel Öl dran macht. So, und als nächsten Schritt schneidet ihr die Zwiebeln und den Knoblauch klein. Also ich nehme immer eine kleine Zwiebel oder wenn es eine große Zwiebel ist, nehme ich eine halbe Zwiebel, damit es nicht zu krass wird. Und Knoblauch nehme ich immer 3 Zehen, die ich reinschneide und eine, die ich reinpresse. Ich mag besonders gerne kleine Tomaten. Also ich nehme mal diese kleinen Cherry-Tomaten und halbiere die einfach. Wenn ihr große Tomaten habt, könnt ihr die aber halt auch würfeln. Das ist halt Präferenzsache. Aber ich bin halt Gourmet. Die dritte legen wir einfach rein und klein geschnitten. Und so. Warum? Weil wenn du die so anpresst und dann einfach reinlegst, dann gibt dir den Saft ab und du hast nicht unbedingt den Knoblauch zwischen den. Du bist ein Koch. Okay, ich stelle jetzt schon mal die Pfanne an. Ich weiß nicht, wie ihr mit Olivenöl umgeht. Also es gibt ja immer dieses, man soll Olivenöl nicht so hoch erhitzen. Ich mache immer so ein Mittelding. Also ich stelle das jetzt nicht auf höchste Stufe, sondern bei unserem Herd gibt es jetzt zum Beispiel 6 Stufen. Und ich stelle es dann zum Beispiel auf Stufe 2, damit es halt nicht so super heiß wird. Und dann kommt alles zusammen in die Pfanne. Also Knoblauch, Zwiebeln,
halbierte Tomaten oder gewürfelte Tomaten. Und Kapern mache ich auch immer noch rein. Nudelwasser immer gut salzen. Also da darf ruhig ordentlich Salz bei, weil dann schmecken die Nudeln auch nicht. Du machst da auch immer zu wenig rein. Also ich salze zu wenig, so im Allgemeinen. Im Allgemeinen nicht, aber ins Nudelwasser machst du zu wenig Salz. Immer wenn Leute sagen, ich kann das nicht weiter essen, ist total versalzen, sage ich, hier, gib mir. Manchmal salze ich noch nach. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder ganz viele Kommentare, die sagen, dass es total ungesund ist. Genau, und jetzt lasst ihr dieses Öl einfach so auf niedrigster Stufe einfach so ein bisschen durchziehen. Ne? Ihr seht das so ein bisschen dann, so die Tomaten werden so ein bisschen weicher und so diese Säure von den Kapern und vom Knoblauch zieht so ein bisschen durchs Öl. Was ihr machen könnt, wenn ihr am nächsten Tag vielleicht nicht gerade irgendwie zu einer Hochzeit eingeladen seid, könnt ihr halt echt noch eine Knoblauchzehe reinpressen. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich keine Knoblauchpresse habe, aber ich finde, das gibt dem Ganzen irgendwie noch so einen extra Kick. Gepresst schmeckt besser. Ja. So, und wenn das jetzt in der Pfanne schon so rumbrutzelt, könnt ihr jetzt auch schon mal Salz und Pfeffer dran machen. Und halt alle Gewürze, die ihr da vielleicht noch so gern dran haben möchtet. Ich mache zum Beispiel manchmal auch, wenn ich dran denke, nehme ich mir eine Peperoni zum Beispiel auch sehr gerne mit. Die brate ich dann auch noch mit an oder so. Bisschen Oregano. Ja. Oder ich habe sogar letztens Hefeflocken drüber gemacht. War auch voll geil. Ja. Also ein bisschen parmesanig. Was ihr übrigens auch machen könnt, das mache ich manchmal, dass ich mir zum Beispiel so eine Handvoll kleiner Tomaten übrig lasse und die ganz zum Schluss nochmal reinmache, weil ich das gerne mag, wenn da so ein bisschen frische Tomaten dran sind. Kevin ist das immer egal, der schiebt mir am Ende meistens noch seine Tomaten rüber, aber ich mag das sehr gerne. Bei mir ist das so, ich kann nicht einfach nur Spaghetti mit Öl auf der Gabel haben, sondern da muss immer noch irgendwas mit drauf sein, zum Beispiel zwei Kapern oder eine Olive oder Tomaten. Ich kann jetzt nicht einfach nur Spaghetti essen, ohne dass da irgendwas Besonderes drauf ist, versteht ihr? Ja, und deswegen ist es sehr wichtig für mich, dass da sehr viel drin ist. Weil ich bin mal ein großes Mädchen und ich brauche Nährstoffe. Du musst noch wachsen. Ich muss noch wachsen. Kannst du einmal probieren, ob das salzig genug ist? Heiß. Ist ja selten, dass Öl, was auf dem Herd ist, heiß ist, zu heiß zum Probieren. Hey, Schnauze, Arschloch. So Leute, die Spaghetti sind noch nicht ganz fertig, aber das Öl und deswegen mache ich jetzt schon mal Oliven rein und auch ein paar Knoblauchzehen, ja, die optional sind natürlich. Und Oliven natürlich auch, weil es mag ja auch nicht jeder Oliven. Es mögen sowieso viele Leute keine Kapern, Oliven oder eingelegten Knoblauch. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich auch nicht. Und dann ist das Gericht schon fertig. Dann könnt ihr einfach die Nudeln und das Öl zusammenkippen, einmal vermengen und dann auf die Teller verteilen. Ja Leute, das war's. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte, was es mindestens zweimal die Woche gibt, einfach weil es so einfach ist und so schnell geht. Also ich brauche für dieses Gericht insgesamt so lange, wie halt eine Packung Nudeln braucht, um zu kochen. Falls ihr Bock habt, euch noch weitere Lieblingsrezepte anzugucken, ich verlinke euch hier die Playlist mit allen Rezepten von allen weiteren 12 YouTubern. Und hier unten verlinke ich euch noch Lulu. Lulu hat veganen Kaiserschmarrn gemacht, der richtig lecker schmeckt. Ich habe den schon nachgekocht. Da könnt ihr bei Lulu als nächstes vorbeischauen. Geht aber auf jeden Fall auch in die Playlist, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Ich kann es euch wirklich nur raten, da sind so geile Sachen bei. Also ich habe das Butterbier von Lisa schon nachgemacht. Ich habe die One-Pot-Pasta von Alex Advice schon nachgemacht. Und Mirella hat auch zwei richtig geile Pizzen mit im Kochbuch. Also es ist jetzt kein, ich möchte hier Werbung machen Tipp, sondern es ist ein, guckt es euch an, es hat mein Leben bereichert Tipp. Und wir hauen uns jetzt die Wampe voll. Yes. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim weiteren Schauen von veganen Rezepten. Wir wissen alle, Verabschiedungen sind nicht meine Stärke. Sag mal was. Lebt lange in Frieden. Macht's gut!